Hallo. Hallo und herzlich willkommen zurück, Leute. Leute, folgendes ist was Tolles passiert, schon glaube ich vor zwei oder einer Woche wahrscheinlich, glaube ich. Wir haben die 3000 Abonnenten-Grenze überschritten. Ich habe im Februar, ich glaube Ende Februar 2012 habe ich angefangen und ich bin jetzt bereits 3000 Abonnenten gekommen in relativ kurzer Zeit, wenn ich es mit anderen vergleiche. Vielen Dank herzlich dazu euch allen und dachte nicht, dass es so schnell geht. Und jetzt folgendes, ein paar Leute haben sich auf Facebook, haben sich mich gewünscht, hey, wie wäre es, wenn du einen Tag mit Dominik an der frischen Luft aufnimmst. Und ich wollte das eigentlich schon mal machen, dass ich da irgendwie was draußen auch aufnehme, so einen Real-Life-Part, so einen verlängerten. Und dann haben wir halt gedacht, okay, dann fragst du mal Dominik, der soll sich frei nehmen. Ich habe mir auch frei genommen. Wir sind eines Freitags, das war letzter Freitag, sind wir mal einen ganzen Tag rumgegangen, haben die Wii U gesucht und etc. etc. Wir haben uns gedacht, okay, mache ich mal einen Tag mit Dominik aus. Ich glaube nicht, dass es so spannend ist, was wir erlebt haben, aber es freut mich halt wirklich, dass ein paar Leute so interessiert sind, jetzt mal privat auch was zu sehen. Das finde ich eigentlich ganz cool. Und also wie gesagt, danke nochmal Leute an alle von euch. Ich finde es echt cool, dass ihr mich so unterstützt. Ich dachte mir in dem Moment nur so, what the fuck, so schnell. Und es ist dann wirklich so schnell gegangen. Also ich hätte es wirklich nicht für möglich gehalten. Danke an alle nochmal. Und wie gesagt, ich hoffe, euch gefallen der Tag mit uns. Ich muss jetzt die Kamera wechseln, wenn ihr es gesehen habt. Ja, ich hoffe, ihr habt gefallen daran. Und nochmal ein großes Dankeschön für die 3000 Abonnenten. Ich freue mich auf die nächsten 4000. Und ja, genug geredet. Hier, unser Tag. Gerade einen Parkplatz. Dominik, wie schaut's aus? Beschissen. Beschissen, ja, wir suchen einen Parkplatz, weil wir müssen zur Bank Geld abheben. Ne? Und ja, jetzt. Ja, dann sag ich doch, weg ist er. Ja, aber ich habe nicht zurückschieben können, wenn einer schon drauf ist. Oh, Scheiße. Das kann sich noch länger hinziehen. Nein, kann sich nicht. Ah, okay, ah, fuck it. So, also wir gehen jetzt. Ja, wir gehen jetzt was ganz Spezielles kaufen. Dominik, verraten wir es schon? Nein. Gell, noch nicht. Das ist jetzt noch Geheimhaltung. Aber wir sehen sich dann dort, gell? Also, jetzt noch die Autofahrt kurz und, ja, Dominik, noch eine Grüße. Und was zum Frühstücken. Und was zum Frühstücken, weil wir noch nichts gegessen. Und, ja. Dann geht's weiter mit Schwimmen. Und dann gehen wir schwimmen, genau. Das ist eigentlich der Plan heute. Wir gehen schwimmen, dann ist Adventmarkt, an der Reihe. Dann ist Adventmarkt, weil der Bruder vom Dominik, der Kleine, wie alt ist er? Ist er 8 oder 7? 6. 6. Entschuldigung. Wenn ich bin. Nein, 7 eigentlich. Du, Noob. 7, ja. Er weiß es nicht mal. Das ist ein kleiner Bruder, der Adventmarkt, und dann, der singt heute, und dann werden wir dabei sein, live. Und da hat sich der Dominik, der hat er nämlich frei, und ich auch. Und deswegen haben wir gesagt, okay, wir gehen, wir machen so ein 3000 Abonnenten-Special. Dann sind wir im Weg. Und wenn wir ganz böse sind, dann schauen wir da noch rein. Okay, bis später. Warum fast auf die linke Spur? Hab ich irgendwas gekriegt von links? Da steht Einkaufszentrum Hummer. Ja, aber da fast viel länger, weil da hast du erstens jetzt eine Ampel und vorne wär's gescheiter gewesen. Ist eh wurscht, du kannst auch links fahren. Und so schneller. Schau, grün. Das ist mal meine Cockpit-Ansicht. Bist du deppert, Dominik, nicht zu schnell! Ich weiß, weil ihr die Kloake hier habt. Genau. Ja, wir haben die modernste Klimaanlage Europas. Klimaanlage, damit es Kläranlage. Kläranlage. Usch. Links, nicht drehen. So, jetzt hast du links, genau. So. Das Stoppschild haben wir übersehen, gell, gerade. Ich hab vorher geschaut, was willst du? Du bist aber nicht stehen geblieben. Ich muss. War der stehen! Ich glaube, da ist es vergessen. Nein, die haben einfach nur kein. Ja, das wäre echt aber euch. Nimm einfach. Auf eine Tasse, oder? Braucht eine Tasse. So, jetzt ist genau. Es gibt bereits schon Call of Duty Black Ops 2 DLCs. Um 50 Euro! Um 50 Euro!
Und du hast noch nicht einmal die DLCs dann. Ja, du hast die DLCs nicht dann und du kriegst sie, wenn sie draußen sind. What the fuck? Dominik? Ja. Ich bin Mäcki. Was hast du dir genommen? Einmal Chicken McNuggets. Ja. Pommes. Ja. Und ein Fanta. Dominik ist, glaube ich, der einzige Mensch, der mit Mäcki Ketchup nimmt. Ich wollte irgendeine andere Soße haben. Ja, eine kulinarische Soße. Ich habe dasselbe nur in Kleinformat. Ich habe mir 9er genommen, weil ich viel Hunger habe. Oh, da. Weil mir jetzt kommt, das ist ungesund. Ja, ihr habt vollkommen recht. Aber Salat mag ich noch weniger. Du hast schon gewonnen, schaut euch das an. Dominik hat schon ein Eis gewonnen. Wir wollten uns heute eine Wii U kaufen, also ich wollte das. Aber der Mediamarkt hatte 14 Stück. Lieber Mediamarkt, wenn du das schaust. Ich bin enttäuscht. 14 Stück! Dominik, was sagst du dazu? Naja, ein bisschen schlecht durchdacht, würde ich mal sagen, oder? Wie blöd kann man sein? Ich habe mich aufgeregt. Komm, wir essen jetzt. Mahlzeit. Ich möchte bitte Nachfolger von Rebecca Black. Thanksgiving. Das ist eine Frechheit. Aber warte mal, da kriegen wir Lizenzprobleme. Das ist der größte Spaß im ganzen Dings. Das ist unglaublich. Sowas darf nicht sein. Jetzt kommt der Bilder-Test. Was ist mit dem? Warum ist der Hähnchen? Warum? Dominik ist ein Spielverderber. Dominik ist ein Spielverderber. Bedeutendsten Cembalo-Spielern deutscher Provenienz. Sein Hauptanliegen war es, den deutschen Cembalo-Stil in Europa zu vertreten, womit er über weite Strecken auch große Erfolge feiern konnte. Schön. Johann Jakob van Berger kommt jetzt. Super. Ha! Aha! Aha! Also ich glaube, da kriegen wir auch keine Lizenzprobleme. Also, ja. Das ist fast wie auf einem Konzert. Ich bin ein bisschen lauter drin. Lasst euch umgarnen, genießt es. Headbangen. Wunderschön. Also man muss sich auch mal Zeit nehmen. Man muss sich mal für die wirklich schönen Dinge im Leben Zeit nehmen. Das macht mich fertig. So. Also 500 Dislikes. Nice. Ja gut. Also es passt aber zum Wetter. Sein Wetterradio. Also an die klassischen Freunde unter uns. Für euch haben wir auch was. Also bei uns kommt keiner zu kurz. Unser Plan, schwimmen zu gehen, ging nicht ganz auf. Wir haben uns verfahren. Erstens das und dann wollten wir auch nicht mehr. Die Motivation und der Burger, das war einfach zu viel. Und jetzt ist mal da. Also wir müssen dann um jetzt ist es, jetzt können wir schauen, jetzt ist es 3 Uhr. Ja, genau. Und um 4 Uhr müssen wir los. Ich warte nur, bis dieses Video fertig gerendert ist und dann kann es auch schon losgehen, dann geht es auch schon weiter. Wir fahren jetzt los! Nein, wir fahren nicht los. Die Dominik dreht schon wieder durch und ja, also wie gesagt, also 3 Uhr. Ja, Wii U hab ich halt leider immer noch keine, kotzt mich an. Gell? Okay. Ja, ist ein bisschen traurig. Und meine Katze liegt faul da. Genau. Ich würde dann sagen, ich drehe dann weiter. Ich drehe dann weiter um 4 Uhr, weil jetzt müssen wir irgendwie die Zeit vertreiben. Mal wieder unseren lieben Kapuzenwurm. Da uns ein bisschen Fahrt ist während dem Rennen, spielen wir ein bisschen. Ihr dürft es einmal raten. Halo! Welchen Teil? 4! Und der Michi ist gerade ein bisschen
Badass unterwegs. Auch Bedrängnis auch, könnte man meinen. Da schießt ja auch nur mit einem kleinen. Stop! Wir haben's geschafft, wir haben das Bildmaterial. Der Michi hat sich jetzt vollkommen geärgert. Exakt, yes. So, wir sind jetzt so weit, es ist jetzt wie spät? Viertel fünf schon. Viertel nach fünf. Und jetzt sind wir halt am Weg zum kleinen Bruder. Der hat jetzt nämlich irgend so eine Adventmesse oder irgend sowas. Adventsingen. Tschüss, Katze. Komm, stimmen, komm. Hat schon wieder die Tür offen gelassen. Unglaublich, ein Frechheit. Der Ordnungshüter macht es schon. So, wir gehen. So, wir sind jetzt am Weg. Wieder in der Auto. Die ganze schon eigentlich auf den Beinen jetzt nicht. Wir waren auch schon daheim. Aber, ja. Gell, Dominik? Mhm. Schaut sie euch an. Muss mir auf die Straße schauen, das kann man nicht kommen. Ja. Na gut, und so fährt der Dominik. Also sehr, schau. Die Hand schon mal nicht wirklich gut am Lenkrad. Das ist ja mal, das kann man ruhig bekritteln. Ne? Weil wo soll die Hand sein? Ja, über den Dingseln da. Genau, drüber. Drüber! Unglaublich. Schaut, und in diese Gefahren begebe ich mich. Unglaublich. Ja, wir machen dann, wenn wir dort sind. Dominik und sein kleiner Bruder. Das ist ein kleiner Bruder. Ich hört nicht auf Dominik, oder? Oh ja, ich hab einen Kopf. Was? So. Dominik kümmert sich liebevoll um sein kleines Geschwisterlein. Wir sind hier am Adventmarkt und es ist extrem kalt. Lauter kleine Kinder. Lauter Leute, die sich den Kaiser unterwerfen wollen. Schaut euch das an. Schaut euch das an. Mit Dominiks bezaubernder Schwester bin ich hier, Schatz. Und wir haben gerade Maroni. Ja, genau. Und die letzten 9 Stück. Die letzten, weil die anderen waren alle kaputt. So. Und kalt ist. Und jetzt gehen wir wieder zurück und jetzt werde ich den Dominik anschleichen. Ah. Da ist er. Ah, ich habe ihn. Ja. So, also wir erreichen jetzt die Final Stage, wie der Dominik gesagt hat. Und es geht darum, dass wir jetzt einfach noch zum Rathaus gehen, weil ein paar Leute haben gesagt, ja zeig doch mal oder? Wien her. Ja, genau. Und jetzt haben wir gesagt, okay, wir gehen jetzt einfach mal zum Rathaus. Ja, und das machen wir jetzt. Genau, wir gehen zum Rathaus. Also dort ist nämlich ein urgroßer Christkindlmarkt, wo es super tollen, guten Punsch gibt. Und um 6 Euro mit Hefeleinsatz, aber der Punsch ist trotzdem teuer. Und wir haben uns halt gedacht, okay, dann... Einen Punsch gönnen wir uns. Und jetzt auf jeden Fall sind wir am Weg zum Rathaus. Wir filmen dann dort weiter. Und dann, wir filmen auch in der U-Bahn. Es gibt dann eine Dokumentation in der U-Bahn natürlich auch noch, gell, Dominik? Ja, das darf man auch sagen. Die Bürger Wiens, ob das jetzt positiv ist oder negativ, das könnt ihr euch dann selber anschauen. Ne? Aber bitte keine Streitereien dann unter den Kommentaren. Ja, die sind halt nicht alle gleich. Wiener U-Bahn. Wo sind wir gerade? Schlachthausgasse. Schlachthausgasse, ja. Genau. Sind gleich da. Da stehen alle, aber wir nicht mit uns, wir gehen zu Fuß. Toni, wir gehen zu Fuß. Und wir wollen nicht mit der U-Bahn fahren. Wir sind sportliche junge Leute. In DZ haben wir, gemerkt eigentlich, wie sportlich wir sind. Schaut euch das an, diese Leichtathletik. Ja, hast du schon mal gemacht? Zwei Heiratsmarkt mit Tour. Nein, zum Glück noch nicht. Der Feigling.
Das macht man immer. So, jetzt kommt hier die Stadtbesichtigung. Oh, ich hätte schon aufgeregt. Also ich weiß nicht, was ist das nochmal? Ich erkläre mal hier das Rechte. Wenn ich nicht jetzt ganz blöde bin, ist es eine deiner Szene, aber ich weiß nein. Nicht. Nein! Oder? Oh ja, sicher ist es eine deiner Szene. Das Museumsquartier ist da unten. Das ist das Museumsquartier und das ist auch einer der Museen. Okay. Ja gut, aber der Christkindlmarkt ist da unten, oder? Was? Da unten. Okay. Der Christkindlmarkt genau. Und das ist eines der Museen, aber ich weiß nicht, welches. Okay, das ist eines der Museen. Bist du dir sicher? Ich weiß es nicht. Ist es nicht weiter unten? Hm? Nein, die sind genau gegenüber. Und so ja, ja, aber ich dachte nicht, dass es das ist. Das ist nur das Kunsthistorische. Okay, auf jeden Fall ein Museum ist es. So. Behinderter, das lacht. So. Das ist ein Eis. Ja, so, warte. Welcher Bezirk ist das jetzt? Das ist der erste. Sind wir schon, sind wir noch im ersten? Das ja, ist ja aus der innere Ring. Ja, ja. So. Oh, ein Blaulicht, ein Einsatz. Ja. Dominik, mein Ruf für dich. Jetzt beim Museum vorbei, gell Dominik? Ja. Dominik hatte recht, das ist das Kunsthistorische, oder? Also das ist der Ring. Der Ring ist hier in Österreich eigentlich the place to be. Hier ist alles schweineteuer. Das ist halt so ein Touristengebiet, da kommen uns auch schon gerade Touristen entgegen. Man sieht es schon an den... Man sieht schon an der, an der, an der, ja genau, an der, an der, an der, an das, also das sieht man halt einfach, dass das irgendein... Eine teure Hütte ist. Und wenn ich klug scheißen darf, die Säule, das ist eine in dorischen Stil. Wie ist das so? Also griechisches gibt es halt dorisch, ionisch, glaube ich. Und korinthisch. Genau, das sind die Säulenarten, das ist dorisch, ja. So, und wir haben extra einen kleinen Umweg gemacht, denn wir gehen jetzt zur Mama Maria Theresia. Und die Schulpflicht eingeführt hat. Genau, die Maria Therese, die hat die Schulpflicht eingeführt. Okay, und hier haben wir die Maria Theresia. Die sitzt nämlich zwischen den zwei Museen mit ihren kleinen Kindern. Das sind die Kinder. Das sind alles kleine Kinder, das ist die Mama, die Theresia. Die hat die Schulpflicht eingeführt. Und links ist ein großes Museum. Das ist Kunsthistorische. Genau. Das ist Kunst und das ist naturhistorisch. Ja? Beide gleich aus. Ne? Zwei Museen. Da hinten ist das Museumsquartier. Wer in Wien ist, da kann man gut fortgehen. Da hinten ist auch gleich die Marilferstraße. Das ist die größte Einkaufsstraße in Wien. Und ja, und da hinten ist das Parlament. Nein, oder? Oh ja, eh. Ja. Nein, der Rathaus ist das. Da hinten ist das Rathaus. Und da hinten ist das Rathaus. Und das Parlament ist auch in der Nähe. So, und wir gehen jetzt zum, wo gehen wir jetzt hin? Zum Rathausplatz. Genau, wir gehen jetzt mal zum Rathausplatz, weil dort ist Christkindlmarkt. Und dann dort gehen wir zum Parlament. Und dann gehen wir mit dem Parlament vorbei. Ne? Da wohnt der Kaiser. Da wohnt der Kaiser und vor dem Parlament, beim Kaiser, steht eine Statue. Genau, vor dem Parlament, der Kaiser, meinen Sie mich? Oh, der ist auch da irgendwo. Der hat hier eine Statue erbauen lassen. Und ich habe jetzt eine Frage. Naja, okay, die kannst du aber dann stellen, wenn wir dort sind. Ja, na, sicher. Das ist dann die Masterfrage. Das ist für alle, die schon Geschichte unterrichtet haben. Ja, aber das weiß ja keiner. So, und das ist jetzt was ganz Historisches, meine Damen und Herren. Hier wohnt nämlich der Kaiser. Und das ist das, wo eigentlich der Kaiser immer davon spricht, dass er da wohnt. Ja, da wohne ich, genau so ist das, da wohne ich. Aber ich kann jetzt nicht rein, weil ich habe den Hausschlüssel vergessen. Ne? Das ist ein bisschen blöd. So, also er hat den Schlüssel vergessen und hier ist das Parlament. Hier werden ganze Kackbeschlüsse, die ganzen Steuern, die was wir dann zahlen dürfen, wie wird das beschlossen? Was haben Sie gesagt? Genau, also wenn eine Revolution angezettelt werden soll, dann fängt die hier an. So, und da vorne, da steht eine Statue. Und das ist, wer ist das? So, wer weiß das? Das ist, ich kann mal spammen. Das ist mal eine, also ich kann spoilern. Das eine ist eine griechische Göttin ist das. Und wer das jetzt weiß, der kriegt jetzt kein Keks, der kriegt nämlich ein Schnitzel. Ein virtuelles. So, also wer weiß das kriegt ein virtuelles Schnitzel. So, wagemutig wagen wir uns über die Straße, da überholt ein Taxifahrer und da ist noch einer. Ich
diese Bilder, die sich hier auftun, war die Kameralinse ist beschmutzt. So. Oh, hübsch! Ja, so geht es hier zu. So, und hier? Welcher Kopf ist das? Wer ist es? Ich habe keine Ahnung, Dominik. Doch, ich habe. Ach, das steht gar nicht oben. Die Amerikaner durch, wir wollen aber nicht immer lieber so. So, wir sind schon drinnen. Und hier ist halt immer ein Arsch voll Leute. Also immer. Und hier ist es anders von vorne. Das ist der Hauptplatz von. Ha? Das ist der Hauptplatz für den genau. Advent. Also. Das ist der Hauptplatz für den Advent, das ist hier. Und ja. Da ist so ein bisschen Kultur, da hinten steht ein Tannenbaum, der aber letztes Jahr viel hübscher war. Der heurige, der ist ja irgendwas. Und der ist ein trauriges Stück. Der ist ein trauriges Stück. Der ist wirklich etwas verhungert eigentlich. Ja, ich glaube, den haben sie im letzten Jahr einfach wieder hergestellt. Genau, und wir suchen uns jetzt mal ein gutes Punschstandl. Und wenn wir dann einen Punschstandl gefunden haben, dann... da, ich würde den ehrlich gesagt, das ist jetzt Geschäftsschädigung, aber der war nicht gut, also ich kann ihn nicht empfehlen. Weil ich habe schon letztes Mal getrunken, Energy Punch, da ist Red Bull drin. Aber das ist so grauselig, das ist nicht gut. Vor allem, es war mehr Alkohol als irgendetwas anderes. Du hast am puren Rum geschmeckt und nichts anderes. Ja, du hast wirklich, ich hasse Punsch, wo man wirklich nur den Rum schmeckt. Das ist einfach nur... Weil dann kann ich eher einen warmen Rum genau. trinken. Ja. Genau. Ja gut, wir sehen sich dann, wir stellen uns das irgendwo an. So. Ja, wir mit einem Punsch, gell? Prost. Ja. Und wie schmeckt er? Was sagt der Kenner? Ist okay. Also was haben wir eigentlich? Ein Jugendpunsch. Der ist alkoholfrei. Wir wollen keinen Alkohol. Also, außer Bier. Bier geht, aber sonst. Außer muss ich Auto fahren. Und er muss Auto fahren. Und ich muss ja mit gutem Beispiel vorangehen. Es schmeckt ein bisschen chemisch. Also es schmeckt echt so ein bisschen nach Bratwurst, wenn man sich das überlegt. Nach Bratwurst? Also es schmeckt kurz nach Bratwurst. Nein. Oh ja, wenn... Ja, kurz? Nein, es schmeckt eher so wie. Ist jetzt ein Kaugummi schnürfen? Ja, also auf jeden Fall sehr chemisch, wenn man. Das wird es nicht wirklich. Es ist klar, es ist wie das Wasser ja. trinken. Genau. Aber wie gesagt, also Punsch ist sowieso nur noch Sirup und ja. Okay, also wir haben den Punsch getrunken. Dominik kommt ja zu mir. Er hat uns geschmeckt. Er hat es gemundet. Dominik hat hier auch natürlich eingekauft. Also eine Zipfelmütze gekauft und was für seine Schwester zum Trinken. Und wir machen uns aber auch schon Trinken, du meinst Essen. Was zum Essen, Entschuldigung. Okay. Das war also jetzt ist der letzte gemeinsame Pfad wird jetzt bestritten. Wir gehen jetzt langsam zu mir nach Hause. Dominik geht dann zu sich wieder. Und ja, wie gesagt, das war dieses 3K-Abonnenten-Special. Wir haben uns mal gedacht, wir haben einen Tag mit uns. Ich hoffe, die Kameraführung war nicht zu wirr. Weil das ist halt, der erste Versuch. Ja, genau. Und es schaut halt extrem blöd aus, wenn man mit gestreckter Hand durch die Gegend geht. Da schaut dich halt jeder blöd an. Und das ist halt irgendwie... Also hier ist halt jetzt gerade keiner. Und deswegen fällt es mir auch nicht so schwer. Aber ja... War unser erster Versuch. Ich hoffe, es hat euch irgendwie gefallen, dass ein Tag mit uns oder so. Und weil ich ein paar haben sich auf Facebook gewünscht. Facebook teilt dich aus, Leute. Und ja. Ja, das gut, dann sind wir unterwegs. Und ich bin auch müde. Werde noch WhatsApp rendern. Und du, was machst du? Ja, ich werde nach Hause fahren. Und was werde ich machen? Vielleicht ein bisschen Command & Conquer zocken. Ich werde wahrscheinlich nicht mehr spielen. Okay, also das war's. 3, 2, 1, 2. Ich hoffe, euch hat der Tag mit uns Spaß gemacht. Warum ich draußen bin, ist, bei uns hat nämlich gerade das Bad gemacht und es ist gerade ziemlich laut. Also ich wollte nochmal sagen, danke an euch, danke für eure Unterstützung, danke für eure Likes, danke für die Kommentare, die ihr mir gibt und danke für die Spielvorschläge. Ich nehme mir noch gerne welche entgegen. Danke für alles auf jeden Fall, Leute. Ohne euch wäre ich da nicht, wo ich heute bin. Ich bin zwar erst bei 3000 Abonnenten und ich hoffe noch, dass ich das lange weitermachen kann und dass noch lange Nachfrage danach besteht. Aber solange ihr mich unterstützt oder so, werde ich auf jeden Fall weitermachen. Und ich wollte noch mal ein großes Dankeschön sagen und ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Freitag. Und hier kommt die Salutierer. Also Leute, macht euch bereit. 3, 2, 1. Danke nochmal. Ciao.